Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Laymania. Yay, juhu. So, Spring auch noch. So, ja. Wir wollen heute mal ein kleines Bau-Update machen, was so in den letzten Woche, 14 Tage so passiert ist hier alles. Was die Jungs und Mädchen geschafft haben, ja. Es ist jetzt nicht nur ein Mädchen da, sondern die Lane hat Zuwachs bekommen. Wir haben jetzt zwei Mädchen drauf auf Laymania. Jo, das freut mich ganz besonders, dass es endlich mal geschafft hat, noch ein Mädchen zu uns. Jo, gut. Und noch gleich ganz am Anfang, vielen Dank für die neuen Abonnenten für den Kanal. Und herzlichen Dank an Dave und natürlich an die anderen von der Community für die tolle Unterstützung, ne, muss ich auch immer sagen. Und dass ihr auch immer noch fleißig meine Videos guckt, ne. Und vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was ich vielleicht mal demnächst zeigen kann, spielen sollte oder demnächst aufnehmen kann für euch. Das könnt ihr ja ganz gerne mal in die Kommentare schreiben. Jo, dann warte ich mal auf eure Antwort, was ihr da so schönes schreibt. Und jetzt geht's los mit dem kleinen Rundgang hier, mit dem kleinen Bau-Update. Jo, hier stehen wir sogar schon mal vor einer neuen Errungenschaft. Hier hat mir schon jemand ein LAN angefangen. Ein Keks ist das, glaube ich. Das wird bestimmt dann auch ein Keks-LAN. Hier sind wir nämlich in dem neuen Baugebiet. So, wenn wir gleich nochmal umschalten. So, Viecher sind aus, kann ich also gleich so frei rumlaufen. Passiert mir nichts im Augenblick, weil die haben nämlich ausgeschalten wegen der Creeper. Ja, hier können sich die Spieler jetzt neu ansiedeln. Ich habe schon mir neue Straßen gezogen hier. Wie gesagt, die ersten fangen schon an hier zu bauen. Ja, hier sind die nächsten. Ja. Und so geht das hier weiter. Wenn sie erstmal hier alles voll machen, rundherum. Hier können sie noch ein bisschen auf Mittelalter bauen, wenn sie möchten. Das Moderne kommt nachher gleich dort hinten her gleich. Jo. Hier geht es ja zur üblichen Stadt. Geht hier rüber. Ja, ihr seht schon, es gibt viele freie Ecken hier. Es gibt nämlich einen Grund, warum das hier so frei ist. Weil wir mussten nämlich schon wieder etliche Spieler rausschmeißen. Wegen dem ganzen Griefing. Jo. Und wenn das nicht aufhört, fliegen die nächsten raus. Ganz einfach. Und nochmal an den Griefing, an den Griefer oder an die mehreren Griefer, die wir jetzt hier drauf haben. Ihr macht das völlig umsonst. Ich tue mehrmals am Tag ein Update machen. Also das macht ihr völlig umsonst, wie schon mal gesagt. Jo, das dazu. Jo, gut. Gucken wir dann also mal ein bisschen weiter. Deswegen gibt es also hier die leeren Stellen. Nicht wundern. Sind alle abgerissen, Hütten. So. Das war jetzt höchstwahrscheinlich kein Griefer, was hier frei war. Der hat sich nur sich nicht an die Regeln gehalten. Dann fliegt man auch runter. Ja. Gut. Wir greifen mich jetzt hier hart durch. Ich habe nämlich langsam die Schnauze voll. Jo. Hier bin ich jetzt auch beim Bauen. Hier wird nachher ein Park entstehen. Straße und so, einen Platz habe ich schon mal ein bisschen angelegt. Hier entsteht noch ein Brunnen.
Den brauche ich dann auch noch. Ja. So. Wie gesagt, den Brunnen brauche ich dann auch noch hier. Und die Lane baut den Park hier ringsherum. Das macht dann die Lane hier ringsherum. Angelegt habe ich ihn jetzt. Und das andere macht dann die Lane. Ja. So. Dann gucken wir mal hier schnell rüber. Wir müssen über den Gras trampeln. Hier steht auch schon ein neues Häuschen mit Auto. In der Garage. In der Garage. Natürlich mit Pferd. Ja, und hier haben wir unsere Kirche. Die ist fast fertig. Die Kirche baut ja der Frommarsch. Ja. Der ist hier kräftig beim Bauen. Zack. Donnernase Füße geholt. Hier ist er fast fertig. Drinnen. Ein paar Kleinigkeiten muss er glaube ich noch machen. So, zack. Nochmal nasse Füße geholt. So. Dann schauen wir mal hier lang. Gehen wir mal am Fußweg lang. Nicht auf der Straße, sonst werde ich noch überfahren. Zack, 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 zack. Ja, hier hinten ist auch nochmal ein Häuschen entstanden. Hat auch nochmal jemand gebaut. Ja. Ja, wie gesagt, ihr könnt ja ruhig bauen, aber ihr müsstet mal vorher vielleicht mal nochmal fragen, ob es da hinpassen könnte, ob man da bauen darf, kann, wie auch immer. Weil sonst mache ich die Planung hier völlig umsonst. Ne? So. Gut. Dann schauen wir mal hier rein. Da habe ich nämlich das größte... Die größte Zeit verbracht hier in den letzten 14 Tagen, den Fußboden hier reinzubringen. Ja, die Decke reinbringen hier. Jo. Und in den fertigen Räumen, in den fertigen Läden, Geschäfte, oder wie auch immer, können sich jetzt die Spieler ihre Läden reservieren. Ja, der Cabo hat sich schon reserviert, ein Plätzchen, ein Laden. Das können die anderen jetzt auch machen. Zumindest die, die schon fertig sind. Wo schon Decke und Lampen alles drin sind. Da könnt ihr euch jetzt eure Läden schon mal raussuchen, die ihr haben möchtet. Euch ein Plätzchen suchen. Wie gesagt, hier nicht drin. Das wären die, hier die WCs. Auf der anderen Seite ist nochmal dasselbe. Ja. Ja. Da habe ich mir die ganze Zeit verbracht hier. Beim Fußboden habe ich noch teilweise noch wieder einen Helfer bei gehabt, den Cabo oder den Yolo. Zack, 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 zack. Ja, einmal rüber hier. Ja, das kommt noch heute oder morgen hier in der Mitte. Die Decke. Hier bin ich gerade bei. Die Decke reinzuziehen. Ja. Hier fehlt im Prinzip nur noch der Mittelgang. Dann ist das hier auch überdacht komplett. Ein paar Deko-Leisten fehlen noch. Da habe ich es doch schon dran.
Hier noch nicht. Ja. Ja. Na, den Mond sieht man von hier unten auch bald nicht mehr. So, dann schauen wir mal nach draußen. Da ist nämlich auch noch ein bisschen was passiert. Und zwar haben wir jetzt eine Feuerwehr. Zum Feuerlöschen hier. Weil ja nämlich hier so viel gegrieft wird und Feuer gelegt wird. Und in der Luft gejagt wird ja alles. Brauchen wir auch natürlich eine Feuerwehr. Ja, die ist jetzt schon wieder beim Ausrücken. Hier steht auch schon wieder ein neues Schild. Reserviert für Polizei. Aha. Baut Gemi. Ja, und der Gemi hat auch hier die Feuerwehr gebaut. Mhm. Das hat er auch ganz toll gemacht. Und der Jolo oder der Cabo baut hier uns ein Krankenhaus. Wegen der Verletzten vom Feuer. Ja. Müssen ja auch irgendwo untergebracht werden. Da gibt es ja meistens immer Verletzte. Und Beklagte. Und die Beklagten, die kommen dort in dem Gebäude rein. Das wird nämlich das Gericht hier. Das baut der No. Oh, mit Gerichtssälen. Ja. Genau. Ja. Ein Gerichtssaal. Hier drüben nochmal ein Gerichtssaal. Ja. Hier werden dann die Griefer verurteilt. Bestraft. Und kommen dann unten. Wirklich zu dick geworden hier. Komm nicht durch die Tür mehr. Und komm dann hier unten ins Gefängnis rein. So sieht das aus. Hier, Zellentrakt. Ich will jetzt nicht da irgendwie reingehen. Nicht, dass ich ja, nicht mehr rauskomme. Aber es ist ja ein Hebel dran hier. Dürfte eigentlich nichts passieren. Hä? Achso, jetzt. Ja. Der Zellentrakt. Für die Verbrecher. Griefer. Gruppenzellen. Und Sonderzellen. Hier kommen die Griefer rein. So. Wenn sie unbestraft worden sind. Ganz einfach. Und wenn sie damit nicht aufhören, werden sie für immer weggesperrt. Genau. Zack, zack. So, ja, jetzt hier wieder raus. Hier noch einen kleinen Beratungsraum. Und hier können die Leute sich hinsetzen, hier zugucken oder die Geschädigten. Ja. Genau. Ja, hier sind wir gleich wieder an der Kirche von Frau Marsch, der uns ja die schöne Kirche baut. Genau. Ja, das dazu zu den kleinen Bauupdate hier. Auf Lemenia. Na, Nuno. Frosch im Hals. Mal gucken, ob wir nochmal ein schönes Bild kriegen hier. Ja, Leute. Das war's denn. Von Lemenia. 4.0 muss ich natürlich auch noch mal dazu sagen. Ne? Jo, vielen Dank
fürs Reinschauen wieder. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.